Bam, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold Nuzlocke Challenge. Letztes Mal sind wir den Glockenturm hinaufgestiegen, um uns mit den 6, 5 jungen Damen zu treffen, um Ho-Oh heraufzubeschwören. Ich habe ein bisschen trainiert. Wie ihr seht, habe ich auch nur 3 Pokémon dabei, weil Ho-Oh hat schon was auf dem Kasten. Und deswegen habe ich die Stärksten der Stärksten quasi hier ausgewählt, die gegen Ho-Oh bestehen könnten. Und ich habe sie auf Level 41 trainiert. Ja, und ich habe auch übrigens noch die restlichen Items geholt, die im Turm waren. Ich habe hoffentlich alle gekriegt. Und ich habe mir überlegt, ob ich Ho-Oh mit dem Meisterball fangen soll. Weil Ho-Oh mit Hyperbällen zu fangen, das kann ich gleich vergessen. Das Vieh kloppt uns dann zu Brei. Und von daher habe ich mir das überlegt. Und ich bin zum Schluss gekommen, ja, ich werde es mit dem Meisterball fangen. Aber ich habe mir da jetzt eine kleine Regel gesetzt, die ich eigentlich recht gut finde. Und zwar darf ich den Meisterball nur dann werfen, wenn die KP im roten Bereich sind. Also von Ho-Oh. Das heißt, ich muss es erstmal schwächen, damit ich es dann fangen kann. Oder ich besiege es. Ho-Oh ist ja auch so ein Pokémon, das ich ganz legal fangen und auch benutzen darf. Von daher, ja, möchte ich das aber nicht so einfach kriegen. Und von daher diese Regel. Und jetzt geht's ums Eingemachte. Marnimas ist vorne, weil Ho-Oh eine schlechtere physische Verteidigung hat. Von daher wünsch mir Glück. Dies ist der Ort, an dem wir mit Ho-Oh in Kontakt treten werden. Wenn hier gleichzeitig der Klang des Tanzes, den wir täglich proben, und der Klang der Klarglocke, die ihr erhalten habt, ertönt, wird Ho-Oh wieder vom weiten Himmelszelt zu uns herabsteigen. Ich finde übrigens diese Stelle hier mit dem Glockenturm und dem Pfad davor die schönste Stelle in Heart Gold und Soul Silver. Und natürlich auch nicht zu vergessen Ho-Oh. Ho-Oh macht das Ganze natürlich noch eine Ecke epischer. Und da kommt es. Majestätisch und mystisch. Was ihr da vor euch seht, ist Ho-Oh. Seit Urzeiten erzählt man sich hier von ihm, dem Schutzpatron der Lüfte. Schon viele vor euch haben sich daran versucht, das Gleiche zu erreichen, doch alle scheiterten sie kläglich. Freak, ihr hattet endlich Erfolg damit, weil euer Herz und die Klarglocke im Einklang miteinander standen. Seht nur, Freak. Ho-Oh. Es scheint darauf, dass jemand wie ihr in Erscheinung tritt, gewartet zu haben. Und das wilde Ho-Oh erscheint auf Level 45
definitiv nicht zu unterschätzen. Seine Attacken sind Läuterfeuer physisch extrem stark, Feuersturm speziell extrem stark und Sondersensor, was seine schwächste Attacke darstellt, speziell. Und dann hat es wahrscheinlich noch sowas wie Agilität, glaube ich. Das wird kein Zuckerschlecken. Ich werde nicht mit Risiko-Tackle reinhauen, weil das unser Tod bedeuten könnte. Von daher, Manimaus, zeig mal deine Stärke. Das hat nicht viel Schaden gemacht. Sondersensor. Wenn jetzt eine Feuerattacke kommt, ne? Egal, ob Läuterfeuer oder Feuersturm, dann ist Manimas tot. Ich werde mal Manimas heilen. Ich könnte auch auf Octillery wechseln. Das ist mir bewusst, auf Glory. Aber ich glaube, Glory steckt den Sondersensor nicht so gut weg. Läuterfeuer, die Spezialattacke von Ho-Oh. Gott sei Dank. Alter. Hat das viel Schaden gemacht? Ach du Scheiße. Wir könnten auch jederzeit flüchten. Ich glaube, ich muss trotzdem auf Glory wechseln. Oder auf Nisa. Ich weiß nicht. Wenn ein Sondersensor kommt, das ist ja hohes schwächste Attacke. Die wird Nisa sicher sehr gut wegstecken können. Und vielleicht könnten wir es einschläfern. Oder wechseln direkt auf Octillery. Auf Glory. Ich glaube, Nisa kann ihm auch keinen Schaden machen. Außer mit Hyperstrahl, aber das will ich ja nicht einsetzen, weil das sonst ausruhen muss. Konfusion kann ich das vergessen, mit Fliegen sowieso. Ich wechsle auf Glory. Du schaffst es. Sonnentag kann es. Okay, also keine Agilität. Okay, das ist einerseits gut, dass er uns jetzt keinen Schaden gemacht hat, andererseits schlechter, als uns aber jetzt mehr Schaden machen wird. Aber gegen Glory wird es vielleicht eher Sondersensor einsetzen. Das ist gut. Wir greifen mit Surfer an, jawohl. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Es wird dennoch nicht wenig sein. Es geht tatsächlich. Es ist tatsächlich verkraftbar. Ich denke, wir werden sogar auch eine Feuerattacke noch überleben. Sofern es kein Volltreffer ist. So. Ach, Wasserattack-Mail ist natürlich auch geschwächt. Aber wir müssen weiter draufhauen. Läuterfeuer. Glory, du hast eine bessere physische Verteidigung. Du packst das. Oh Gott, sei Dank. Wir müssen es in den roten Bereich kriegen. Gleißendes Sonnenlicht. Haben wir Hypertränke? Ja, oh Gott, ich dachte schon, ich hätte keine gekauft. Gut, dann sofort Glory heilen. Und bitte keine bösen Überraschungen. Läuterfeuer, kann man fünfmal einsetzen. Hat jetzt, glaube ich, zum dritten Mal eingesetzt. Einmal gegen Manimaus. Oh Gott, du Scheiße. Und zweimal gegen Glory. Sonnenlicht scheint immer noch. Das heißt, wir könnten noch einen Surfer draufhauen. Das würde es überleben. Es hat Sonntag eingesetzt. Bitte. Bitte. Meisterball. Los.
Ich weiß nicht, ob ich Ho einen Spitznamen geben soll. Ach, jetzt habe ich es weggeklickt. Scheiße. aber ich denke mal, ja. Ich muss ganz kurz gucken. Ich möchte nämlich... Wir müssen mal gucken, wie man das schreibt. Okay, so schreibt man das. Alles klar. Ja. Und zwar möchte ich... Ich glaube, es hat Flo, der Nestflo, auch nach dem benannt. Aber es war ursprünglich mein Vorschlag. Von daher... Was FL? Von daher... Möchte ich das jetzt auch so nennen. Und zwar Fox. Der Phönix aus Harry Potter. Weil... Ja, ne? Das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Und von daher... Fox, willkommen im Team. Beziehungsweise auf der Box. Beziehungsweise später auf der Box. Holy shit, wir haben es geschafft. Fox mit dem Item Zauberasche. Nice, okay. Hat einen gesenkten Angriff. Das ist ja, wow. Mega geil. Nicht. Okay, Sondersensor, Feuersturm und Läuterfeuer. Mhm. Alles klar. Die Zauberasche nehme ich gerne an mich. Danke. Gut. Puh. Wir haben es geschafft, Leute. Ihr habt Ho nicht nur hierher gerufen, sondern ihr konntet es auch wie durch ein Wunder einfangen. Das war wirklich eine Glanzleistung. Es gibt nun nichts mehr, was wir euch noch erzählen könnten. Wir wünschen euch auch für den Rest eurer Reise alles Gute. Was ich mich übrigens immer und immer wieder gefragt habe, in jedem Pokémon-Spiel gibt es ja diese Legenden, die mega toll und awesome sind und irgendwelche Beschützer sind. Ja, hier der Schutzpatron des Himmels hier zum Beispiel. Und dann kommt so ein Trainer und fängt sich das einfach. Ja, was ist denn jetzt mit dem Schutzpatron? Der ist jetzt einfach weg, oder wie? Weil der gammelt jetzt dann auf meiner Box rum. Das ist eigentlich, wenn ich es mal so überlege, richtig assi. Die Welt wird jetzt dann gleich ins Verderben gestürzt werden. Bodo, altes Haus, ich habe mir... Oh, gefangen. Oh, Pokédex. Das war ein Zeichen. Ich öffne jetzt mal den Pokédex. Und zwar, um den Eintrag nochmal zu lesen. Und wo haben wir den Ho-Oh? Hier. Man sagt, dass dieses Pokémon auf seinen siebenfarbigen Schwingen durch die Lüfte fliegt. Wow, das war ein richtig awesomer Eintrag. Richtig viel geilen Stuff gelernt. Puh. Ah, schön. Ich freue mich. Sehr, sehr geil. So, ich habe ja im letzten Part noch angesprochen, dass ich ein weiteres Boden-Pokémon fangen möchte. Und das werde ich jetzt tun. Ich habe offscreen nämlich so ein bisschen die Safari ein bisschen unter die Lupe genommen. Man musste ja so diese Tests machen. Den ersten Test habe ich schon mal offscreen gemacht. Also, man muss einen Kleinstein fangen, damit man hier weiterkommt in der Safari-Zone. Habe ich gemacht. Habe das Kleinstein aber auch wieder freigelassen. Das gehört jetzt nicht zu unserem Nuzlocke-Gedöns. Aber ich muss es halt einfach machen, um die Safari hier halt, ne, in vollen Zügen genießen zu können. Ich leg mal hier den ganzen Scheiß hier ab. Also, Fox. so. Die zweite Prüfung habe ich nicht gemacht. Muss ich auch nicht, denn die Funktion des Terrain-Editors ist schon freigeschaltet jetzt. Klickt mal da unten hin. So, ja, und jetzt können wir das Terrain des, der Safari-Zone verändern und uns auf Pokémon-Jagd begeben. Ich habe auch schon mal nachgefragt in den Kommentaren, wie ich das handhaben soll, wie viel Pokémon ich in der Safari-Zone fangen darf. Es gab, glaube ich, nur einen Kommentar und der sagte, glaube ich, dass ich halt in jedem Gebiet eins fangen darf. Also es gibt also verschiedene Terrains, ne, darf ich eins fangen. Finde ich aber persönlich zu viel, viel zu viel.
Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das so. Ich darf, sagen wir, zwei Pokémon insgesamt in der Safari-Zone fangen. Aber da die Safari-Zone extrem schwierig ist, um dort Pokémon zu fangen, gemäß den Nuzlocke-Regeln. Ihr wisst ja, da kann man nicht kämpfen, muss man mit Steinchen und mit Würmchen werfen. Also Köder. Und die flüchten dann halt, wenn sie drauf keinen Bock haben. Und das macht es halt extrem schwierig. Und deshalb habe ich gedacht, ich darf mit zwei Pokémon insgesamt fangen, aber diese zwei fernab von den Nuzlocke-Regeln. Darf ich einfach erfolgreich fangen. Also ich darf zwei Pokémon erfolgreich fangen. Ich darf mir auch aussuchen, welche das sind. Und so werden wir das jetzt machen. Ich habe mir auch schon eines rausgepickt, wie bereits erwähnt. Wir suchen ja einen Boden-Pokémon. Und da habe ich mir eins rausgepickt, das ich gerne machen würde. Fangen würde. Und von daher werden wir jetzt uns mal auf Safari-Tour begeben. Das zweite werde ich noch nicht fangen. Wer weiß, können wir später vielleicht noch was gebrauchen? Ich will es mir jetzt noch nicht fangen. Spare ich mir auf den Versuch. Aber eins möchte ich fangen. Willkommen in der Safari-Zone für 500. Bla bla blub. Jawohl. Hier, nimm all mein Geld. Take my fucking money. So, ich habe den Terrain-Editor schon vorbereitet. Also, ich habe die gewünschte Ebene bereits hier an den Anfang gestellt. Und zwar die Savanne. Hier gibt es ein Boden-Pokémon, das ich sehr gerne haben möchte. Und dann sollte ich vielleicht nicht. Ach ja, ist ja scheißegal, wen ich vorne habe. Aber wir können ja mal mit Blabber ein bisschen sprechen hier, ne? Es zuckelt wieder hinter mir her, wie gewohnt. Alles klar. Da mal gucken, ob wir es finden. Wenn nicht, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie schneiden oder so. Ein Tauros. Das ist auch extrem cool. Aber es ist leider ein normales Pokémon. Von daher möchte ich es eigentlich eher nicht fangen. Aber wäre eine Option für Manimas, was Manimas down geht. Aber ich glaube, da haben wir auch noch andere Optionen offen. Ich will jetzt nicht meinen Versuch für etwas verschwenden, das ich momentan gar nicht ins Team nehmen will. Ein Nidoran weiblich. Haben wir schon gefangen. Vielen Dank. Aber nein, danke. Bam, bam, badabdabdam. Noch ein Nidoran. Ja, komm, ich mache hier mal ein bisschen Speedy. Statt zu schneiden, mache ich einfach mal ein bisschen Speed-Taste. Noch ein Tauros. Wisst ihr was? Ich werde schneiden. Bis gleich. Ein Nidoran männlich, ne? Das dürfte ich mir fangen. Das war aber eigentlich nicht das Pokémon, das ich gesucht habe. Es schmerzt mir in der Seele, aber ich möchte tatsächlich lieber das andere Pokémon fangen. Ein Nidoran ist auch wieder Gift. Wir haben schon Bastian, das Gift-Pokémon. Dann haben wir zu viele Giftschwächen. Von daher, vielleicht werden wir später auf dich zurückgreifen, Nidoran, wenn Bastian sterben sollte. Aber du wirst trotzdem für immer in meinem Herzen bleiben. Und da ist es, ein Rhyhorn in seiner vollen Pracht. Ich werde versuchen, es direkt mal mit einem Ball einzufangen. Mal gucken, ob es klappt. Nein. Okay, es beobachtet aber noch. Ich habe eh keine Ahnung, ob jetzt Köder oder Matsch dafür sorgt, dass man es besser fangen kann. Aber scheiß drauf, ich werfe einfach Bälle. Ich werfe einfach wild mit meinen Bällen um mich. Und hoffe, dass es klappt. Verdammt. Es beobachtet immer noch. Es hat scheinbar nichts dagegen, dass ich meine Bälle auf ihn draufschmeiße. Finde ich gut. Oh yes, Baby. Klasse, Rihorn wurde gefangen. Oder ein Eintrag im Pokédex wird angelegt. Ein Stachler? Okay. Okay, ich hätte es eher Rhinoceros gesagt oder so, aber okay. Bodengestein. Aufgrund seiner kurzen Beine kann es sich nicht umdrehen. Es kann immer nur in eine Richtung laufen. Ja, und hä?
Das heißt, es läuft sein Leben lang immer in eine Richtung und kann den Kurs nie ändern, oder was? Okay, gut. Ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben, aber ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. Wisst ihr was? Ich befrage mal wieder Twitter. Von daher würde ich sagen, bis gleich. Okay, Twitter dauert mir ein bisschen zu lange. Die Aufnahme muss ja schließlich weitergehen. Von daher werde ich jetzt einfach mal, was ist weiblich, werde ich jetzt einfach mal Horny nennen. Denn dieses Rihorn ist schon ziemlich horny. Ja, wenn du verstehst, was ich meine. Denn es hatte ein Horn. Das ist natürlich die einzige Anspielung, auf die ich anspielen wollte. Ja, wunderbar. Zur Information. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, hätte ich hier auch in der Safari-Zone auch ein Lavita fangen können. Versteht mich nicht falsch. Lavita ist sehr cool, aber es ist kein Boden-Pokémon. Und ich will schon ein Boden-Pokémon haben. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, er lernt es die Attacken, die ich möchte, vor der Liga leider nicht mehr. Das heißt, es wird ein Problem. Wir brauchen, bei der Liga brauchen wir schließlich gute Attacken. Die kann ich nicht alle per TM beibringen. Das müssen die schon selber ein bisschen lernen. Aber gut. Wir haben jetzt Horny im Team. Hi! Du sweeter Boy. Dann werde ich doch direkt mal dir den EP-Teiler geben. Wo haben wir denn? Da. Bitteschön. Extra nur für dich, Horny. Na? Mach dich das an, der EP-Teiler? Hä? Mach dich schon ein bisschen an. Hinterhältig ist er. Okay. Okay. Neutrales Wesen. Kann zumindest nichts verschlechtern oder so. Blitzfänger. Ja. Okay. Ja, wobei ich glaube, seine beiden Fähigkeiten würden mir nicht viel bringen. Ich glaube, seine andere Fähigkeit wäre Steinhaupt. Also, dass Rückstoß verhindert wird. Aber die Rückstoßattacken habe ich eh meistens nicht drauf. Von daher passt schon. So, und jetzt hat mir noch der gute Blocky in die Kommentare geschrieben, dass ich unter Dukatia City noch surfen kann. Das ist mir jetzt auch wieder eingefallen. War das wirklich hier? Moment mal. Ich meinte, ich hatte eine andere Stelle im Kopf. Hier hatte ich im Kopf, glaube ich, einen Rosalia. Dann gehen wir da mal hin, aber ich gehe jetzt erstmal hier surfen. Das ist eine andere Stelle, die ich meine, tatsächlich. Bin ich gespannt, wo man hier noch surfen kann, was abgrabbeln kann. Scheinbar ein paar Trainer. Wollen wir mal gucken. Bam, ba, ba, da, 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 da. Hier kann man scheinbar surfen. Machen wir das einfach mal. Surfer. Mal gucken, mal gucken. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ach so, kann man dann hier hinter den Zaun oder was? Ein Tentara, das freut mich natürlich hammerhart. Habe ich ja schon ein Pokémon gefangen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weißt du was? Ich setze Schutz ein. Wo haben wir ihn? Da ist er ja. Da ist er ja. Der Superschutz. Oh, ich habe zwei Nuggets. Geil. Das Item hat sich schon mal gelohnt hier. Oh, noch ein Nugget. Ja, dafür sprühe ich mich doch selber. Sprühe ich mich doch gerne an mit diesem geilen Schutz. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Weiter? Okay. Okay. Secret Area hier? Da war ich tatsächlich noch nie. Glaube ich. Ich glaube, da war ich tatsächlich noch nie. Krass, aber das sieht extrem gefährlich aus, Alter. Das sieht übelst gefährlich aus. Blocky? Willst du mich etwa umbringen? Sieht mir nach Doppelkampf aus. Nach Dreifachkampf. Oder dreimal ein Einzelkampf. Hey, Augenblick mal, wer bist du? Okay, ein Doppelkampf. Hey, Augenblick mal, was willst du hier? Ich will euch platt machen. Horny ist schon ganz wild drauf. Horny kämpft ja nicht. So, Astrainer, Sterndu und Goldini auf... Och, okay, okay. Ich hatte schon Angst. Alles gut. Alles im grünen Bereich. So, dann machen wir mal hier einfach... Keine Ahnung, mal einen Flammensturm auf. Nein, mach keinen Flammensturm. Mache ich mein Flammenrad auf. Ja, Goldini. Und du machst mal den Donnerblitz. Auf Sterndu.
Touch. Reicht das? Nee. Aber es brennt. Wow. So, das wirst du wohl kaum überleben. Kleines, süßes Sterndubelein. So, schöne Erfahrung. Horny kriegt auch Erfahrung. Aquawelle. Ja, werden wir schon überleben von einem Goldini. Das 13 Level tiefer ist. Sag ich doch. So, noch ein Starmie. Oh. Jetzt geht's aber los hier. Trotzdem noch ein Flammenrad auf Goldini und du machst da jetzt auf Starmie. Und dann dürfte das auch geregelt sein. Es sei denn, Starmie killt uns jetzt mit einer Triple Combo Hydro Pumpen Volltreffer auf Doom-Toten verderben. Und dann sind wir tot. Alle beide. Genau das wird passieren. Bin mir sicher. Oder es kommt einfach eine Aqua-Knarre. Das ist schon krass, diese Aqua-Knarre. Muss ich zugeben. Aber hat tatsächlich ordentlich Schaden gemacht. Dafür, dass es nur eine Aqua-Knarre war. Respekt. Wenn das jetzt eine Aqua-Welle gewesen wäre, ja gut, hätte mir auch überlebt. Ein Gold King. Ja. Ich mach mal einen Feuersturm. Ich will nicht, dass der mir gefährlicher wird. Ich weiß nicht, ob Gold King schneller ist als Bastian. Und es mich dann auch wieder mit Aqua-Welle angreift und so. Okay, es hat nicht gereicht. Aber Bastian ist schneller, das ist gut. Wunderbärchen. Dann haben wir das Gold King auch down. Oh, das gibt wieder schön viele Erfahrungspunkte für Horny. Oh, Horny. Oh ja, Level 18. Geil. Ja. Horny hat halt wirklich speziell überhaupt nichts drauf. Ja, also es kann speziell weder austeilen noch einstecken. Aber dafür physisch kann es jede Menge. Das Problem ist, wir haben leider immer noch nicht so wirklich spezielle Tanks, außer Nisa. Meine ältere Schwester wird mich rächen. Du passt besser auf, was du tust. Meine Schwester ist echt stark. Okay. Kriegen wir jetzt den epischen Battle of... Keine Ahnung was. Ich werde erstmal heilen hier, Super Trunk. Reicht das? Ja. Das reicht. Wunderbar. Na dann. Haben wir mal rein. Bitte keine Wasser-Pokémon. Edna, okay. Du warst gemein zu meinen kleinen Schwestern. Aber natürlich war ich gemein. Ich habe ja ordentlich den Hintern versohlt. Edna. Natürlich hast du Wasser-Pokémon. Nein, Mushas. Wahrscheinlich noch ein Austoss. Das Austoss wird dann kein Problem, aber das Mushas muss jetzt nicht unbedingt sein. Flammensturm. Schutzschild. Dankeschön. Flammensturm. Könnte, aber es wird trotzdem reichen. Ist eigentlich kein Problem. Austoss wird auch easy weggerackt werden. Ist ja noch Eis vom zweiten Typ. Von daher passt das. Und hat er nach wie vor überhaupt keine spezielle Verteidigung. Also wie gar nichts. Ist ja im Minusbereich quasi. Oh ja, Erfahrungspunkte. Nein, ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Ich schon. Das ist, glaube ich, ganz gerne. Ja, du hattest keine Chance. Hier, das habe ich verdient. Energiekraut. Oh. Das Energiekraut, genau. Das Energiekraut macht, glaube ich, dass wir aufladen, die Attacken nicht aufladen müssen. Also Solarstrahl zum Beispiel. Oder Klingensturm. Hyperstrahl glaube ich nicht, weil die muss man ja nicht aufladen, sondern man muss sich ausruhen nachher und das zählt nicht dazu. So, jetzt möchte ich nochmal gerne hier nach Rosalia. Noch ganz kurz am Ende des Parts. Und da können wir auch nochmal surfen. Ich heile nochmal ganz kurz hier. Ganz fix. Und das war die Stelle, die ich gemeint habe, wo man surfen kann. Und ich glaube, hier kriegt man das Zauberwasser, wenn ich mich nicht irre. Und das wäre auch schon ganz nice. So. Genau, hier von dem Typen kriege ich das doch. Du siehst doch so aus, dass du mir ein Zauberwasser direkt in die Hand drücken möchtest. Na, Dickerchen, wie sieht's aus? Das Pokémon, das ich mir neulich geangelt habe, hatte ein Item dabei. Es ist Zauberwasser oder so. Aber da ich nur am Angeln von Pokémon interessiert bin, kannst du es haben. Dankeschön.
sehr, sehr freundlich. So, dann würde ich gerne das Zauberwasser Glory geben. Du trägst ja das ewige Eis. So, hier. Wo haben wir es? Da, Zauberwasser. Ausgetauscht, ja, genau. Und dann würde ich nämlich Horny später gerne das ewige Eis geben. Warum, fragt ihr euch jetzt? Wieso ewige Eis? Das verstärkt auch nur Eisattacken. Ja, aber ich werde noch eine ganz bestimmte Attacke beibringen. Das hat auch mich dazu verleitet, auch wirklich ein Rihorn zu fangen. Denn Rihorn, beziehungsweise Rizeros, kann Lawine lernen. Eine physische Eisattacke, die stärker wird, wenn ich zuerst verletzt werde. Und da ich gerade langsam bin, ist das sehr wahrscheinlich. Also, anders gesagt, es ist die perfekte Attacke für Rihorn. Kann es aber leider erst als Rizeros lernen, wie ich es gerade sehe. Okay, dann werden wir dir das erst als Rizeros beibringen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber damit ihr Bescheid wisst, das geht. Und das ist recht praktisch. So, dann sind wir jetzt durch hier, ne? Als nächstes ist der Schutz ausgelaufen. Und als allernächstes werden wir nach Neubarkir zurückfliegen. Und im nächsten Part werden wir uns dann auf den Weg machen in Richtung Pokémon Liga. Ich bin sehr gespannt. Hier geht es dann lang. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, Leute, und tschö.